Ork-Kriegsschiffe mit einem, mit einem großen orkschen Kriegstroll. Seid gegrüßt und herzlich willkommen wieder mal. Ich will mal gucken, ob ich den ein bisschen schwächen kann. Okay. Ah ja, man kann es aufladen und... Oh, das ist gut. Okay, er brutzelt so vor sich hin und ich habe natürlich wieder vergessen, meine... Ah, gehen wir mal direkt drauf und... Ja, sehr schön. Okay, fällt immer nach hinten, das ist gut. Trollhauer und Fell. Dann haben wir schon drei eliminiert. Ja, dann lasst uns mal gucken, nachdem ich mich frisch gemacht habe, was es hier noch so in der Umgebung gibt. Außer bei mir auf der Straße einen kräftigen grünen Waran. Oh, da oben ist was, hier über meinen Kopf. Da hält eine Ausschau. Oh, ein Ork hält da Ausschau. Oh, die haben mich erspäht. Ach, du liebes Lieschen, die haben mich alle erspäht. Das ist doof. Utschatscha. Toll. Ich hätte meinen Spruch mal umändern müssen. Ah, jetzt bin ich wieder lahm. Den schaffe ich den? Ja, den schaffe ich gut. Ach, Mann. Frisch machen und den Ring umstecken, das ist ganz wichtig. Und nicht rüber den springen. Jawohl, dafür habe ich jetzt mal Unwetter mal platziert. Dann wollen wir mal gucken. Hey, kann ich durch dich durchlaufen? Kann ich. Das wird aber nicht so einfach werden, weil ich glaube, ich brauche mindestens drei... Ach, da ist ja noch der kräftig grüne Varan. Drei Unwetter hintereinander, bevor die... Oh, die sind sogar... Hä, wieso ist denn der oben schon verletzt gewesen, der... Ork-Matrose. Aha. Ah, na, noch haben sie mich nicht. Treffe ich den Varan? Nein, treffe ich nicht. Dann mache ich es anders. Vielleicht versuche ich mal. Kommt! Habt ihr mich endlich? Das gibt's ja nicht. Ich habe mich doch ebenso schnell erspäht. Wieso jetzt nicht? Oben sind noch welche. Okay. Werde ich mal einen machen. Oh, der Sound fehlt. Oh, traue ich mich mal aufs Schiff. Okay. Da war noch einer. Wie viele? Zwei, shit. Mann, oh Mann. Zwei auf einmal, das ist feige. Ist es nur noch einer oder was? Nee, es sind zwei. Schaffe ich nicht. Mist. Das mit dem Unwetter lief doch eigentlich gar nicht mal so schlecht, finde ich. Deswegen müsste ich ein bisschen schneller agieren, wenn die mich erspähen, sofort das Unwetter generieren. Oh, ist der lahm. Und abhauen. Ich brauchte mal so lange, bis er weg abhaut. Vielleicht kann ich die ein bisschen schwächen dadurch. Okay. Einer ist hinter mir her. Vielleicht kriegen wir den. Habt ihr das gesehen? Hinten stürzt einer schon wieder runter. Herrlich. So will ich es haben. So soll es laufen. Dann schauen wir mal. Haben wir den schon gelootet? Haben wir natürlich schon gelootet. Klar. Nee, ich habe jetzt in der Zwischenzeit mal wieder ein bisschen mein Näschen gepudert. Und komm. Und gegessen. Mann. Du nervst. Du nervst so totenmäßig, das glaubst du gar nicht. So, da gehe ich später hin, oder? Gehen wir jetzt hin? Gibt's hier noch was? Auch wieder Varane, okay. Kräftige grüne, kotzgrüne Varane hier. Geht es dann besser hier mit Abschieße? Super, auch nicht so direkt. Okay. Uah. Ach ja. Okay, das mache ich, wenn Tageslicht ist. Wir sollten uns mal hier besser auf die Orkskriegsschiffchen konzentrieren. So, dann schauen wir mal, ob wir
Sicherheitshalber mal hier wieder ein paar weiter massiv stören können. Sicherheitshalber. Ich habe genug von diesem Unwetterzeug. Okay. Los, trefft die doch mal. Machst du hier ein Unwetter und nix wird getroffen. Okay, ein bisschen sind sie ange... Yep. Dann werden wir mal unseren großen Feuerball, den wir mal schön vorbereitet haben, mal in die Hand nehmen. Gucken, wo noch hier was ist. Moment mal. Da steht doch einer da unten drunter. Innerhalb des... Mal gucken. Da ist er. Siehst du? Wusste ich doch. Also mal runterladen. Oh oh. Ist das nun ein Orkspeer oder... Wie oder was? Okay, wow. Der ist schnell. Der ist schnell, Leute. So soll es das für das rechte Schiff hier gewesen sein. Ich kann mir es nicht vorstellen. Warte mal. Heben wir dich mal auf. Dann den Feuerball noch hier. Ja? Oh, da. Ah, lustig. Oh, hoffentlich bleibt er da nicht hängen am Gehölz. Jawohl, cool. Wie viele sind's? Los! Mein Gott. Oh, der war... Okay. Da sind noch welche. Wo? Wo? Unten drunter, oder was? Okay. Die bleiben unten hängen. Die bleiben unten, hier unten irgendwie hängen. Ach, der Obbe. Der ist da am Zabbeln. Da oben der. Oh. Den könnte ich auch treffen. Der Ork-Matrose. Ist ein Matrose. Okay, das ist ein guter Winkel, denke ich mal. Da springt er im letzten Moment wieder runter, dieser Matrose. Und ich habe natürlich wieder... Ne, tolle Nummer. Nix gelernt. Ja, jetzt ist er natürlich da. Oh Gott. Jetzt habe ich aufgeladen und ich dachte, der kommt jetzt auf mich zu, wenn ich jetzt loslasse. Wenn ich jetzt loslasse, passiert was, ne? Dann ist, glaube ich, alles im Arsch, oder? Ja. Jetzt ist natürlich beim Neuladen der Ork-Matrose um runter geplumpst. Mal gucken. Kommt er hier hoch oder bleibt er da unten hängen? Ah, da sind noch mehr. Ja, wo ist er denn? Der Matrose, ich will den Matrosen wissen. Ah, der ist bestimmt unterm Bug. Mal gucken. Mal gucken. Da ist er. Okay, ein bisschen Abstand nehmen. Hoffen, dass dann der Spruch genau reicht. Zack. Zack. So. Ah! Okay. Ich dachte schon. Okay, dann hätten wir den Ork-Matrosen schon mal. Oh, mit seinen lustigen Elementen in seinen Taschen schon mal erledigt. Jetzt bin ich gespannt, ob es hier noch was gibt. Mal unter Deck. Werden wir mal vorsichtshalber mal das Säbelchen ziehen. Katana. Ja! Okay. Wow. Kruschakasch. Wieder ein Ork-Matrose. Na, da habe ich aber mal Glück gehabt. Der andere war nicht so einfach. Ist da hinten noch was? Nee, da hält sich niemand auf, glaube ich. Okay, dann gehen wir mal hier gucken.
auch wieder sehr dunkel alles. Gibt es hier Proviant für uns? Truhen, wichtige Elemente, Quest-Elemente. Hier gibt es noch nicht mal ein. Doch, eine Kruschagasch. Und hier noch eine Kruschagasch. Hätte beinahe gesagt, hier gibt es noch nicht mal Exkremente, Sir. Nachdem wir hier unter Deck alles durchkämmt haben. Naja, Baseball-Scanner wissen, was ich meine. Dann werde ich mal wieder Erfrischung machen und abspeichern. So, dann wagen wir uns mal rüber hier auf das linke Schiff. Also hier drauf. Das ist der letzte. Das könnte der letzte sein hier, der letzte, großer Feuerball. Der letzte Trock-Troll, Kriegstroll, ne? Dann bleiben wir erstmal ein bisschen hier hängen. Hallo? Bleib hier hängen, Leute. Na, jetzt geht's wieder. Können wir mal den Orkschen Kriegstroll erstmal da hinten rausholen? Mit einem großen Feuerball. Okay, dann werde ich ihn mal in diese Richtung zwängen. So Richtung. Jetzt bleib ich hier hängen. Gut. Wow, okay, weiter geht's. Dann haben wir sie eigentlich alle schon erledigt. Gucken wir mal kurz ins Logbuch, dann können wir auch sehen, dass es 0.40 Uhr ist. Ich dachte, es wäre schon viel, viel früher oder später, wa? Orksche Kriegsschiffe, Kriegstrolle, okay, das würde ich erst bei Bruno erfahren. Trotzdem will ich wissen, ob noch was auf dem letzten, was heißt letzten? Es können ja noch mehrere sein. Ach, da hinten ist noch so ein Heinz. Mit deiner Orkspeer. Ja, dann komm zu Daddy. Daddy. Ja. Oh, es sind noch mehrere. Da sind ja mehrere von. Vielleicht sollte ich mal. Ich habe doch eben die 1 gedrückt. Okay, du bleibst da hängen. 2 kommen nach. Okay. Borgmatrose. Ach, die sind doch nicht so. Doch nicht so resistent. Dafür bleiben die hier schön hängen, dass ich sie mit dem Unwetter eventuell schwächen kann. Los, geh nach vorne. Na? War es nur einer? Da ist nicht zu holen. Das waren die von eben. Okay. Gut. Wer verbirgt sich denn noch hier auf dem Schiffchen? Okay, hier ist nichts. Ah, da hinten. Okay. Kommt alle runter, so. Ach, jetzt bleiben die da auch noch hängen, auf der Planke. Los. Boah, wieso wird der nicht getroffen, oder? Läuft das im Hintergrund ab mit dem Unwetter? Das wäre... Oh, er wurde getroffen. Das stimmt mich fröhlich. Ja, mal speichern. Da oben ist ein Ork-Matrose, ne? Bleibst du hängen oder kann ich die von hier aus... Ah, schwächen wir ihn mal. Wenn er da oben rumtanzt. Hinüber ist er. Sehr schön. Ah, es gibt aber noch welche, die hier noch irgendwo im... Bauch des Schiffes rumgrunzen. Aber ziemlich riskant, da jetzt drauf zu gehen.
Dann wage ich es mal. Der ist ziemlich in der Nähe hier. Ah, ich komme hier gar nicht rüber. Ups. Ich komme gar nicht rüber hier. Also, ich bleibe hier irgendwie hängen. Irgendwie bleibe ich hier hängen. Gucken. Rüber mal jumpen. Gucken. Da scheint wahrscheinlich unten einer zu sein. Rosa Feuerball. Keine Mana aufgeladen. So ein Mist jetzt aber auch. Mal hier rüber. Und holen den Ork-Matrosen sein Material weg. Können eigentlich getrost hier erstmal über Deck gucken. Und oh. Das war knapp. Wo kam denn der jetzt plötzlich her? Oh. Wo? Die haben es nach oben geschafft, oder was? Noch was gehört. Wow. Okay, hier ist nichts mehr. Aber hier ist eine Leiter. Mal gucken, was haben wir hier? Irgendwo da oben? Nee, unten drunter. Das wird es sein. Okay. Aber erstmal gucken, was hier oben auf der Leiter ist. Weil da unten da sich da rum ein rumgrunzen, das ist mir sowas egal. Okay. Eine Ork-Statute, egal. Springen wir mal hier lecker runter. Dann werden wir mal versuchen, hier unter Deck zu gehen, nachdem ich mich wieder frisch gemacht habe. Dann bin ich ja mal gespannt. Das ist alles Risiko, ne? Kamera. Da. Da ist sie, Bea. Kann das sein, dass das ein Armbrustschütze ist? Dann hätte ich schlechte Karten. Oh. Ja, er versucht irgendwie was. Vielleicht ist es hier nur einer. Risiko. Wow. Kann das sein, dass wir jetzt alle Orks auf dem Schiffen eliminiert haben? Ist das so, oder? Was, wenn hier nichts mehr rumgrunzt? Wir keine dicken, fetten Fußschritte hören, dann sind wir wohl auf der sicheren Seite. Die Ork, die vier müssten eigentlich, also die vier, sag schon, ich flipp mal zur Burg rüber und gucken, wo der Bruno ist. Der wird wahrscheinlich pennen. Das sollten wir vielleicht auch mal an einer Stelle machen, damit wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Nun muss ich gucken, wo man hier in der Nähe schlafen kann. War das nicht hier irgendwo? Herd. Naja, ich schalte mich bei Bruno wieder ein. Schlafen wir mal bei Bertha im Bett. Ich habe noch was gefunden. Gut, Bertha, danke für die Nachtruhe. Janus sprintet dahin. Und hier ist Bruno. Jetzt bin ich gespannt. Die Buddler arbeiten jetzt in den Minen. Die Kriegstrolle der Orks werden keinen Schaden mehr anrichten. Sehr gut. Erstmal die Buddler arbeiten bei den Minen. Da haben wir schon mal eins. Die Buddler arbeiten jetzt in den Minen. Ausgezeichnet! Wenn genug geschürft wurde, kann ich es mir auch leisten, Söldner für unseren Schutz anzuwerben. Wie sieht es eigentlich mit einer kleinen Belohnung aus? Ja, die hast du dir wirklich verdient. Nimm diese beiden Beutel mit Gold als Zeichen meines Danks. Ja, okay, dann werden wir die nächste Geschichte mal berichten. Die Kriegstrolle der Orks werden keinen Schaden mehr anrichten. Das ist eine gute Nachricht. Diese Biester hätten sonst noch ganz Tamora verwüstet. Der Job war ziemlich riskant. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Eine Belohnung? Na schön. Von mir aus kannst du die Felle der Trolle behalten. Wie? Ist das schon alles? Ja. Schließlich sind die Felle eine Menge wert. Du solltest daher froh sein, dass ich so großzügig bin. Nun, ich...
War es das jetzt? Ich habe zu tun. Nein, das war es noch nicht. Ich konnte die Kriegsschiffe der Orks entern. Sehr schön. Dann können wir relativ sicher sein, dass nicht noch mehr Orkschiffe hier auftauchen. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Belohnung? Bist du denn nicht schon reichlich belohnt durch deine Taten? Dein Name wird Platz finden. In den Chroniken von Tamora. Ewiger Nachruhm ist dir daher gewiss. Und nun geh und danke Innos, dass er dir diesen großen Sieg verlieh. Okay, schauen wir mal nach. Angriff. Ist irgendwas erfüllt? Orksche Kriegsschiffe sind erfüllt. Dieser Statthalter des Königs ist wirklich das Letzte. Gut, Kriegstrolle. Ich habe Bruno berichtet, dass ich die Kriegstrolle beseitigen konnte, aber als Belohnung darf ich lediglich die Felle der getöteten Trolle behalten. Aber dafür habe ich zwei große Ledersäcke gekriegt. Ich habe Bruno berichtet, Orks geändert haben, aber statt... Ja, das haben wir ja eben schon gehabt. Das war was anderes, ne? Ja, dich gut. Blöder Bruno. Jetzt ist natürlich die große Frage, was mache ich jetzt? Okay, gucken wir mal bei der Buchkommode mal nach. Altes Magiewissen prüfen. Ja, ich sollte nämlich auch mal ein paar Spruchrollen herstellen. Aber kaufen ist günstiger. Ich habe ja so viel Geld. Und übrigens, was ist eigentlich in diesen Ledersäckchen drin? In den großen. Normalerweise sind die mal ganz unten. So, ein Sack mit Kartoffeln. Ach, das habe ich da hinten da in der Ecke gefunden. Können wir mal eben hier ein paar Kartoffelchen schälen. So, hier sind die beiden Ledersäcke mit jeweils 100 Gold drin. Hier haben wir Krauttabak, Schwarzpulver. Was haben wir hier noch? Honigtabak. Na, siehst du, so ist es. Ja, 4 bunte Platten habe ich auch noch im Inventar. Wo die einzusetzen sind, weiß ich jetzt nicht. Ich möchte doch ganz gerne mal noch den... Den haben wir denn hier noch? Hey, Stefan, bleib doch mal. Ach nee, Stefan hat ja nichts zu sagen. Den Janus mal fragen, ob er da lustigerweise noch... Was gibt's Neues? Was gibt es Neues? Zurzeit werden wir von einer Bande von Orks belästigt, die vor den... Ja, okay, gut. Es wäre gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Ach, nur gewagt, das mache ich jetzt mal. Alter Türschlüssel Burggemach Tamora erhalten. Jetzt müsste man nur noch wissen, wo sein Burggemach ist. Vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren schreiben, ob das hier unten ist. Oder bei ihm. Nee, er ist ja... Nee, da ist keine Tür. Burggemach. Oder oben irgendwo. Das wäre cool. Und was ist hier, wie ich hier rankomme? Da brauche ich ja noch einen Gegenstand. Ein Gegenstand. Dann, da war noch ein Schalter, und zwar dieser hier. Der irgendwas aufgemacht hat. Weiß nicht, ob ich das schon festgestellt habe. Aber da hinten geht das Ding nicht auf, ist klar. Und der Schalter, der wo hier ist, nee, oder war es hier? Nee, da war doch noch ein Schalter. Moment mal, der war aber nicht neben dem Gitter, sondern wo war der? Das war das... Ja, die mich die ganze Zeit mit diesem Schalter hier auf. Nee, hat mit dem Ding hier nichts zu tun. Ach, da ist der Schalter, richtig. Und da geht... Okay, da geht das Ding zu. Und da geht er wieder auf. Ach, Moment, ich glaube, ich hab's. Da war hier irgendwas oben aufgegangen. Ach, ich kann mich an eine alte Folge von mir erinnern. Sorry. Ja... Wie machen wir jetzt weiter, liebe Leute von Isoid? Guck mal, wen haben wir denn hier alle? Stadtwache. Tür. Ach jo, wieso nicht? War ich hier noch nicht drin, ne? Gibt's ja noch jede Menge. Ledgerquarz und Pech und noch mehr Pech. Da haben wir aber mal wieder Glück gehabt. Ah, eine Truhe? Truhe? 20 Bolzen? Okay, dann scheine ich irgendwie im Laufe des Spiels einen Sch-
Schreibpult. Ja, an dem Moment, na, da könnte ich was. Kann ich Sprüche schreiben? Bin mal gespannt. Glaube nicht. Spruchrollen schreiben, zweiter Mal Kriegkreis, 10-mal Feuerball und normal Feuerball. Ne, die sind mir alle zu lütsch. Übrigens, Verwandlungsspruchrollen schreiben. Was könnte ich denn schreiben? Verwandlung Löwe. Ach, das habe ich ja gekauft. Ja, das ist cool. 10-mal Verwandlung Löwe. Aber ich glaube, ich mache es mal ein. Zu wenig Rohstoffe, klar. Müsste ich nachgucken, wie viel ich an Ressourcen brauche. Also war ich hier noch gar nicht. Wow. Neuen Turm entdeckt. Obwohl hier so ziemlich alles gleich aussieht. Naja. Dann springen wir mal runter, damit wir das Ganze abkürzen können. Aua, autschen. Ist auf den Rücken gefallen, also hat sich die Lungen zusammengeschlagen. Ja, und wie wir nachher diese Orks erledigen, die hier sind, das ist mir zu viel, ehrlich gesagt. Und außerdem sind da auch noch Zivilisten drunter. Ah, da muss ich da noch irgendwen anquatschen, der mir da helfen könnte eventuell. So, komm, kann ich hier Wasser trinken? Immer noch nicht. Aber da steht ein Fass mit Wasser, ne? Wasser, richtig. Ja, oh, es ist so heiß draußen. Ein Schluck Wasser trinken. Ja, lecker. Noch ein Schluck Wasser trinken. Lebenspunkte regeneriert. Jawoll. es gibt auch so... Gibt es hier noch irgendwelche Leute, die mir helfen können? Finko, hey. Zum Beispiel. Fahren wir ihn mal. Handeln. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Ja, richtig. Das ist wichtig, dass ich den mal finde. Und ich werde im Off jetzt mal Sachen bei ihm tauschen, damit ich wieder ein bisschen mehr Pinke habe. Jo, ja, Twinkle ist jede Menge Schrott von mir bekommen. Und ich habe auch keine guten Preise erzielt. Aber egal. Ja, dann verabschiede ich mich für diese Folge. Seid treu und... guck mal hier rein. Und ich melde mich wieder, wenn es zum nächsten Mal wieder heißt, trink Milch, das ist gesund. Nee, ihr wisst, was ich meine. Schreibt einen Kommentar und so. Was ist jetzt? Habe ich jetzt was ausgelöst? Oh oh. Wollte eigentlich jetzt beenden und ich hätte jetzt nicht rumlaufen sollen. Irgendwas ist jetzt passiert. Gucken wir mal, was passiert ist. Ach du liebes bisschen. Tatsache, es ist was passiert. Okay. Ich spreche mal an dieser Stelle ab. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr hoffentlich auch. Also, Kommentar, einen Daumen und tschüss.